Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19. Ja, wieder hier aus der Südpfalz, aus dem Ort Rehweiler. Ja, auf unserem kleinen Viehhof hier. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir so ein paar, haben uns erstmal einen Kredit gegönnt. Wir haben den Bankier hier angerufen und haben um einen Kredit gebeten. Wie ihr seht, ist nicht mehr viel davon übrig geblieben. Und wir haben ein bisschen was gebaut. Ich habe auch ein paar Sachen mal hier hingefahren. Ich habe einen neuen Mischwagen geholt, ne, für die Mischration. Den fand ich besser. Den anderen habe ich verkauft. Dann habe ich hier noch einen Schieber für unser Silage, Silage-Silo hier, ne, wo wir dann dementsprechend auch verdichten können. Ich habe mal hier die Strohballen hergeholt. Den Bergmann habe ich mal hierhin platziert. Und was haben wir noch gemacht? Wir haben hier unten, wir gehen mal runter. Da haben wir hier so einen Tank platziert, beziehungsweise ich habe hier einen Tank platziert. Das habe ich außerhalb der Folge gemacht. Das heißt, hier kann man dann unsere Fahrzeuge tanken. Habe dementsprechend ein paar Gerätschaften verkauft. Das Ding werde ich auch noch verkaufen, hier diese Amazone, weil die war mir echt zu klein. Und hier habe ich noch einen Kercher hingepackt. Jetzt laufen wir mal wieder hoch. Denn wir haben hier oben auch noch etwas verändert. Ein paar Gerätschaften haben uns noch gegönnt. So, und zwar, ihr seht schon da hinten, eine Scheune haben wir uns gegönnt. Hier haben wir noch einen Wassertank platziert. Ich habe den mal darüber gefahren. Und hier haben wir dann unsere Heu- und Strohscheune. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, nichts anders gemacht. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir werden jetzt auf jeden Fall unser Feld bearbeiten. Habe ich schon getan. Zwischen den Folgen. Und zwar habe ich hier noch, ich starte mal kurz aus, einmal hier den Bredal geholt zum Kalken. Habe ja hier den Wederstedt, den ihr auch schon aus Felsbrunn kennt, habe ich mir gegönnt. Und auch noch die Spritzen, die habe ich alle schon aufgefüllt. Habe ich die schon alle aufgefüllt? Ja, habe ich. So, hier steht auf jeden Fall alles. Und was wir auf jeden Fall in dieser Folge machen werden, ist Feld Nummer 2. Das hier, das habe ich mal aufbereitet. Habe es mal gepflügt zwischen den Folgen. Und muss das jetzt kalken. Dann werden wir es spritzen und dann werden wir Weizen ansehen. Denn wir haben ja auch einen Hühnerstall. So, eine Rundumleuchte an hier. Und habe hier den Fendt schon mal mit Pflegebereifung ausgestattet. Und dann werden wir da Weizen anpflanzen und werden uns noch ein großes Grasfeld gönnen. Und vielleicht noch ein anderes Feld. Da müssen wir mal schauen, wie viel Geld wir da noch haben. Denn wir brauchen ja auch regelmäßig Einnahmen. Und mir ist auch noch was aufgefallen. Das muss ich euch gleich erstmal zeigen. Das habe ich nämlich gar nicht berücksichtigt. Denn wir haben jetzt Kühe. Und wenn man Kühe hat, hat man ja Milch. So. Okay. Ne? So weit, so gut. Vielen Dank, Marc, für den Tipp. Ist mir gar nicht aufgefallen. Allerdings habe ich schon eine Mod gefunden. Ich habe die bloß noch nicht installiert. Und zwar können wir gar keine Milch hier verkaufen auf der Map. Aber es gibt dementsprechend universelle Verkaufspunkte, die wir platzieren können. Da müssen wir dann nochmal schauen, ob wir dann darüber irgendwie die Möglichkeit haben, das dann zu machen. Hier sieht es ein bisschen kunterbunt aus. Deswegen, ja, muss jetzt erstmal hier kalken. Das heißt, das ist unser Feld, was uns auch gehört. Und ich habe das hier unten wieder nicht ganz hingekriegt. Und naja, egal. Ich habe ein bisschen mit Helfer gearbeitet, weil ich hier ein bisschen rumgewerkelt habe und geschaut habe, wie die einzelnen Sachen platzieren und so weiter und so fort. Das heißt, wir brauchen jetzt hier erstmal nur kalken. Ich fahre nochmal ein Stück hier zurück. So, jetzt fahren wir hier mal. So, ja, das macht wieder total Sinn hier. Oh, wieder Epic Fail hier. Was denn hier schon wieder los? So, wir fahren einfach jetzt mal rum. Wir fahren hier mal hoch. Oder auch nicht. Ne, fahren wieder runter. Oh, Leute, ey. Was ist denn nun los hier mit mir? So. Ja, kommen wir jetzt hier rum. Ja, kommen wir. So, dann fangen wir halt da hinten an. Sprich hier. Schalten das Ding mal ein hier. Und werden hier erstmal eine Runde kalken.
Ja, auf jeden Fall ein riesen Berg hier, den wir auf jeden Fall haben. Und zu bewerkstelligen, ich hoffe, das Gerät hier reicht aus. Wir haben ja noch einen anderen Traktor, aber ich habe jetzt einfach erstmal hier den genommen. Weil der halt relativ fix ist, der kleine Fendt. So. Und hier werden wir jetzt erstmal kalken. Ihr seht schon, das Ganze klappt dann auch. Dann werden wir es gleich düngen, beziehungsweise spritzen. Dann besehen mit Weizen. Und dann schauen wir einfach mal. Und wenn das nicht klappt mit dem universellen Verkaufspunkt, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Denn das ist nämlich dann suboptimal, wenn wir Kühe haben. Wenn wir das nicht verkaufen können. Naja. Gut, vielleicht habe ich den Punkt auch noch gar nicht gefunden, aber ich meine, es wird zumindest auch nicht angezeigt. So. Das geht jetzt recht fix. Ist auch nicht ein so großes Feld hier. So. Straße auch nochmal ein bisschen mit kalken. Na, das haben wir ein kleines Stück vergessen. So. Das Ding ist größer als hier der ganze Fendt. Habe ich da vorne wieder irgendwas vergessen oder hat er wieder nicht richtig gemacht? Muss ich gleich mal drüber fahren. Hat immer so kleine Stellen, die er dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch manchmal nicht mitnimmt. So, das haben wir fertig. Da vorne bin ich, glaube ich, einfach drüber gefahren. Schauen wir gleich nochmal. Kalken geht ja immer relativ schnell, aber verbraucht auch enorm. Wie ihr seht. So, jetzt ziehen wir nochmal rüber. Da auch. Nimmt er das nicht an, oder was? Doch. Aber hier hat er irgendwie nicht angenommen. Gucken wir da nochmal. Doch, hat er auch. Jetzt fahren wir nochmal da hinten hin. Schauen wir mal, was man jetzt hier nicht gemacht hat. Vielleicht ist er einfach wieder schlecht geflügt oder schlecht gegrabbert. Ne, ich hab's einfach vergessen. Fupp. So. Hier auch nochmal drüber. Zusammenklappen. Und auf hier geht's. Das Ding wieder voll machen. Und jetzt bauen wir dann gleich mal um hier. Und werden dann die Feldspritze nehmen. Und werden dann erstmal eine Runde düngen. Und dann werden wir Weizen sehen. Da werden wir nochmal düngen. Und dann ist die Folge, glaube ich, auch schon wieder rum. So, Regen steht an, glaube ich, oben rechts. So wie das aussieht. Lalalala. Das Kalken geht relativ fix. Das Düngen geht auch relativ fix. So, wo ist der Händler? Da ist er. Lalala. So. Irgendwo haben wir hier noch Kalk rumliegen gehabt. Hatten wir doch da, haben wir noch Kalk. Glaube ich zumindest. Nee, ist gar kein Kalk. Ach, kuppeln wir erstmal ab. Können wir immer noch machen. Aber wir haben echt weite Wege hier vom Händler. Das heißt, da müssen wir uns dann irgendwann auch mal was überlegen. Zack. Ich habe mal wieder den Klassiker gegönnt hier von Kuhn. Den 1500er hier. Und dann noch der 1.3er. Kuhn Deltis. So, auf geht's. Steht da jetzt, muss gedüngt werden. Ne, gedüngt 0. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall düngen. Aber ansonsten finde ich die Karte sehr, sehr schön. Ja, ist halt wieder hügelig. Und ich bin immer gespannt, wie wir dann mit dem kleinen Mähdrescher hier zurechtkommen. Wir haben nämlich nur einen ganz kleinen.
Aber ich denke, nach und nach, wenn wir dann ein paar Einnahmen haben, dann sollte sich das dann auch erledigt haben. Mit diesem kleinen Gerät. So, jetzt fahren wir hier mal hin. Fahren wir mal aus, das Ding. So, fahren wir mal ein bisschen weiter rückwärts. So, setzen das Ding runter. Fahren wir mal ein kleines Stück vor. Ach du Scheiße. Kommt der überhaupt hoch hier? Oh mein Gott. So, gucken wir mal, ob der überhaupt hochkommt hier. Ja, so ein bisschen. Oha. Auf jeden Fall hat der Ohr nichts zu tun hier bei der Steigung. Guckt euch das mal an hier. Aber er kommt. Er kommt langsam, aber sicher hoch hier. Herunter geht es dann besser. Ich glaube, wir hätten echt hier Breitreifen nehmen sollen. Der hängt hier. Warte mal. Irgendwas. Das Ding hängt auf dem Boden. Ich fahre da mal ein bisschen höher. Ach, der ist einfach hängen geblieben. Das war das Problem. Mann. Mann, 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 Mann. Aber der eiert hier schon ganz schön rum, ne? Naja, gut, das ist jetzt nur, weil es hier geflügt ist. Mit Breitreifen hier durchzufahren ist auch sehr abenteuerlich. Aber naja, gut. So, drehen wir einmal. Die Bäume sind zu zierde, hier können wir nicht hängen bleiben. Auf jeden Fall gut gelöst. So. Ich hab schon gewundert hier, aber das ist ein Eiertanz hier. Guck mal, da wird einem schlecht hier. Wenn man sich das mal anguckt. So. Ziehen wir mal rum hier. Ja, jetzt kommt da besser ein Berg hoch. So, das sieht schon mal gut aus. Den können wir dann gleich hier stehen lassen. Dann nehmen wir nämlich gleich den John Deere und werden hier erstmal nur sehen. Ist ja direkt Saat. Der Grob hat auch direkt mit. Das ist dann mit dem Weder steht auf jeden Fall schon mal gut. So, jetzt ziehen wir mal hier rum. Geht auch relativ fix. Jo, das klappt. Sehr gut. So. Dann gleich noch eine Bahn. Und dann können wir endlich sehen. Nehmen wir Weizen, weil da kriegen wir auch wieder Stroh. Den können wir dann wieder in Ballen pressen. Und dann können wir das auch benutzen für unsere Kühe. Naja, gut. Beim nächsten Mal haben wir auf jeden Fall nichts mehr geflügt, weil Flügen habe ich ausgestellt. Ich muss das Feld trotzdem pflügen. Keine Ahnung warum. Das ist, glaube ich, einfach noch der Zustand, der dann gespeichert ist, der als letzter mit dabei war. So. Dann haben wir das fertig hier. Aus das Ding. Hoch. X. Zusammenklappen. Wir fahren immer beiseite. So. Machen wir das Ding mal aus hier. Und springen hier in den John Deere. Rundumleuchten an und auf geht's. Weizen habe ich schon eingestellt. Das heißt, da können wir gleich direkt loslegen.
Den überholen wir mal hier. Oh, Vögel. So. Guck, ob ich jetzt hier rumkomme. X können wir schon mal ausklappen. Ach komm, wir fahren hier oben hoch. Können wir nämlich hier direkt dran drehen. Ist eigentlich egal, wie rum ich fahre, ne? So. Drehen wir das Ding mal ein bisschen hier ran. Na komm. So. Das heißt, wir können das Ding senken. Können das einschalten und auf geht's. So, da wird direkt gesät. Sehr gut. Da das hier auf jeden Fall Zierbäume sind, bleiben wir da nicht hängen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. So. Jetzt habe ich ein kleines Stück nicht mitgenommen. Meckert er gleich wieder. Doch nicht. So. Ja, geht recht fix hier mit dem John Deere. Ein Screen gemacht hier. Und dann geht's auch weiter. Sieht irgendwie komisch aus, oder? Aber er sieht irgendwas. Ja, Weizen. Müssen wir mal gucken, wie das dann aussieht. Ich meine, das sieht anders aus. Wieder ein kleines Stück vergessen. Fahren wir mal kurz hier drüber. Dann können wir die eine Bahn hier auch noch mitnehmen. Die hier hinten ist. So, dann haben wir das auch geklärt. So. Schmeißen wir den Helfer an hier. Arbeitet der? Jo. Der arbeitet. Das heißt, wir können uns in der Zeit schon mal hier in Position bringen mit unserem Fendt und können dann gleich direkt nachziehen mit der zweiten Düngestufe. Sofern er jetzt hier komplett auch, wir gucken uns das mal an, ob er komplett hier lang fährt. Das wollte ich nämlich auch mal testen. Fährt er nicht bis zum Ende? Ist doch. Na, muss ich gleich nochmal eine Bahn nachziehen. Naja, gut.
gibt durchaus Schlimmeres. Ich will mal kurz testen, ob die zweite Düngstufe dann jetzt schon greift. So, fahren das Ding mal aus. Stellen schon mal kurz hier wieder auf die Übersicht. So. Fahren wir mal ein kleines Stück zurück. So, das Ding lassen wir so. Jetzt müssen wir gucken, ob das hier auch funktioniert. Ich ziehe mal kurz eine Bahn. Ob er das jetzt hier auch... Ja, nimmt er direkt an für die zweite Düngestufe. Das ist schon mal gut. Das heißt, dann fahre ich jetzt noch hier die eine Bahn. Und da muss ich sowieso dann gleich den Rest nochmal nachziehen, weil das Feld da irgendwie nicht hingehauen hat. So, tagsüber erkennt man das Ganze hier sehr gut, aber in der Nacht ist das echt immer ein bisschen tricky. So, den können wir erstmal stehen lassen, machen den mal aus und dann springen wir mal zu unserem Hof, denn ich habe noch so einiges vor und zwar haben wir jetzt noch 266.000 auf der Uhr. So, ach nee. Und zwar hatte ich vor, hier mir dieses Feld noch zu kaufen. Weil wir haben ja Gras. Einmal hier das Feld, das ist unser. Und hier direkt auch nochmal Gras. Damit wir hier genug Silage auch herstellen können. Deswegen werde ich mir das einmal gönnen. Kostet nur 91.000. Und dann wollte ich mir das Feld noch gönnen, weil... Haben wir zwar nicht mehr viel Geld übrig, aber dann haben wir, oder warten wir lieber noch. Da können wir das, ist das erntereif? Weil dann können wir das nämlich direkt verkaufen. Was haben wir denn da? Gerste, okay. Oh, ist erntereif. Das heißt, wenn wir das Feld abgeerntet haben, dann können wir das erstmal verkaufen. Können Teil erstmal zu den Hühnern packen. Kaufen uns ein paar Hühner noch. Ja, es ist eine gute Idee. So. Das heißt, das Feld nehmen wir uns auch noch. Was? Nein? Ach nee, habe ich nicht. Verdammt. Es ist zu teuer. Dann müssen wir es doch anders machen. Gut. Dann brauchen wir noch ein paar Einnahmen. Das heißt, ich springe jetzt mal hier in den Deutz-Fahr rein. So. Ich werde mir mal wieder hier das Mähwerk besorgen. Ich werde dann zu unserem neuen Feld fahren und wo habe ich denn die... Ach, da hinten stehen sie. Ich werde dann erstmal hier eine Runde mähen. Damit wir Gras bekommen und das Gras können wir dann verwenden, um Silage herzustellen. Mit dem überschüssigen Gras können wir ja wieder verarbeiten oder eben halt zu unseren Kühen packen. So, jetzt fahren wir da mal hin. Oh, Tonne umgehauen. So, das Feld ist es. Hier direkt vor der Tür. Natürlich richtig schön. Ja, toll. KI wieder hier. Lass mich nochmal vorbei hier. So. Das heißt, wir können das direkt dann gleich hier verarbeiten. Machen wir lieber Rundumleuchten an, Warnblinkanlage. Und fahren das vordere Ding auch mal raus. Schalten das mal ein. Hintere auch einschalten. Und dann können wir jetzt erstmal hier Rasen mähen. 2.0. Denn das gehört alles uns hier. So. Da kriegen wir da ganz, ganz viel Gras zusammen. Was wir da wieder schön einsammeln können. Und dann können wir in der nächsten Folge, denke ich mal, dann auch direkt Silage herstellen.
So, weiter geht's. Auf jeden Fall ein sehr großes Feld. Das dahinter gehört uns ja auch noch. Das hier jenseits der Bäume, die ihr da seht. Beziehungsweise, müssen wir mal kurz gucken. Oder war es die andere Seite da? Ich guck gleich mal. Nee, das daneben gehört uns ja auch noch. Stimmt. Oder ist das ein Feld? Muss ich mal gucken. So. Gucken wir uns das mal an hier. Was ist denn jetzt da? Nee, da. Das gehört jetzt auch noch alles da auf der anderen Seite. Können wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen Heu herstellen. Wobei wir ja erstmal Silage brauchen, damit wir diese Mischration herstellen können. So, der Helfer fährt noch. Jo, sind wir bald fertig. Da muss ich noch die kleinen Ecken zufahren. Ja, auf jeden Fall Grasflächen haben wir dann definitiv genug. Warmblinkanlage mal ausschalten. Nur der Hof, der sieht nice aus, finde ich. Ja. War zwar schon vorher so gebaut, aber so ein paar kleine Veränderungen. Noch vielleicht mal ein paar Gebäude austauschen. Muss man mal schauen mit dem Verkaufspunkt. Das werde ich mal bis zur nächsten Folge mal testen. Und euch dann berichten, ob es funktioniert hat. Ich hoffe es. Ansonsten war das hier alles für die Katz mit der Kühe. Aber so ist das manchmal, ne? Habe ich auch, wenn ich ehrlich bin, gar nicht drauf geachtet. So, der Arbeiter hat erfolgreich die Arbeiten abgeschlossen. So, wir fahren jetzt auch nochmal die Bahn hier. Und wir mähen dann nochmal eine Runde weiter hier. So, springen wir hier hin. Ihr seht das. Aber er hat wieder hier unten vergessen. Aber ist ja nicht schlimm. Das kriegen wir schnell fix gemacht. Ziehen wir ihm kurz hier lang. Und dann haben wir es auch schon fertig. Sonst war andersrum, aber ist ja Rille. So. Das haben wir fertig. Sonst irgendwas vergessen? Mal gucken. Nee, das sieht gut aus. Ausschalten. Zusammenklappen. So, den parken wir mal hier drüben. Auf der anderen Straßenseite. So, dann nehmen wir den guten Mann hier. Spritzen das dann jetzt noch einmal fertig. Damit wir dann auch die zweite Düngestufe haben. So. An das Ding. Und da werde ich offline noch das Gras weiter mähen. Das habt ihr ja schon mal in der Folge gesehen. Und dann ein bisschen die Zeit vorspulen, damit wir in der nächsten Folge dann auch den Weizen hier ernten können. Und auch Silage herstellen können. Das heißt, wenn wir dann genug Gras haben, können wir daraus auch dann Silage herstellen. Wir verdichten das Ganze dann auch.
damit wir auch dort dann das Optimale erreichen können. Wir hätten auch Häckselgut nehmen können, das wäre ja auch möglich. Aber haben wir nicht. Für Häckselgut brauchen wir wieder spezielle Maschinen. Die haben wir auch nicht. Geld haben wir ohnehin nicht. Deswegen gab es da keine großen Alternativen. So. Ich glaube, jetzt kann ich hier in einer Tour durchfahren. Ne, noch nicht ganz. Ein kleines Stück bleibt. Wobei. Na, hinten das Stück muss ich nochmal lang gehen, oder? Guck mal hier. Nö, es passt. Das passt ja alles. Sehr gut. So, klappen wir zusammen das Ding. Parken das Gerät mal hier. Motor aus. Wir springen wieder hier zu unserem... Ach, Motor an. So, und mähen noch eine Runde Gras. So. Ich würde sagen, Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.